Throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Ja, hallo und willkommen zurück bei mir, dem Blue LP, und zu einer weiteren Runde Let's Play Minecraft Ozone 2 Reloaded. Zu der Folge heute, erstmal so. Ich hatte ja eigentlich einen Uploadplan schon in der letzten Folge gesagt, ob hier oder in Transport 4, weiß ich gerade nicht auswendig. Auf jeden Fall habe ich ja gesagt, es ist ein vorläufiger. Und es kann sich immer was ändern. Eigentlich sollte ja heute, beziehungsweise gestern am 30.10. eine Folge Transport Fever kommen. Ja, dazu bin ich noch nicht gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie noch kommen wird, weil ich nehme das momentan am 30.10. auf. Ich hatte jetzt einfach Bock auf Minecraft anstatt auf Transport Fever. Vielleicht kommt nachher noch Transport Fever dran, ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall, gucken wir mal hier rein. Quest. So. Sweeted Wood. Achso, ja. Da müssen wir ja Holz farmen. Aber ihr seht ja schon hier. Es ist ein Cobblestone Generator da. Mit so einem Basic Bin, wie ich auch aus einer Lootbox bekommen habe. Ja. Ganz einfach. Ich habe gelesen im Internet, dass der Basic Bin, glaube 12 oder 16.000 Items stapeln kann, beziehungsweise enthalten kann. So habe ich mir gedacht, was braucht man immer am meisten? Cobblestone. Vielleicht, warte, Moment mal, da muss ich gerade mal kurz gucken, extra Utilities. Weil zu den Upgrades gehört es gibt nicht nur ein Abbau-Upgrade, sondern auch ein Speed-Upgrade. So viel ich weiß. Na, Speed-Upgrade. Vielleicht sollte ich doch auch noch ein paar Speed-Upgrades machen. So, aber bevor ich jetzt da gucke, wie die gehen. Redstone, Gold Nugget und Gold Ingot. Okay. Und die waren ja nochmal mit Eisen, Spitzhacke und Lapis. Gut, ich mache jetzt... Gut, jetzt nicht, aber eventuell werde ich das offline machen. Dass ich zwei Speed Upgrades mache und noch drei World Interaction Upgrades, weil ist halt mal so, Cobblestone braucht man immer. So, war das da drin oder da drin? Ah, da drin. So, der letzte das noch kurz noch durchsieben lassen. Ja. Dann ist auch die Energie leer. Ja, ich sollte wirklich mal richtige Essensfarm machen, so dass ich wirklich Baked Potatoes in Mengen habe, so dass ich auch da die Generatoren betreiben kann. Und ihr seht, die Cookoven, die haben schon 22 Koko gemacht. Und hier sind's. Oh, es sind schon fast 12 Glasflaschen mit so einem Öl. Hier nur 10,5. Verstehe ich auch nicht, aber weil ich beide ja gleichzeitig vollgefüllt habe. Und eigentlich der Server müsste rein theoretisch. Wo war das jetzt nochmal? Ja. Ist ja alles in der Spawn Area drin. Und die müsste ja permanent geladen sein. Normalerweise hätte das schon längst auf den 12.000 MB sein sollen.
So, aber dazu brauche ich auch wieder Sand, weil Glas herstellen. Also mal kurz was essen. Und nicht wundern, ich trinke nebenbei Kaffee oder und Multivitaminsaft. Erstens bin ich erst wieder aufgestanden. Und zum Zweiten geht es mir eigentlich nicht wirklich gut, aber trotzdem aufnehmen, das lasse ich mir nicht nehmen. So, wenn jetzt nicht Nacht wäre, hätte ich gesagt, würden wir ein paar Bäume abholzen. Aber obwohl, können wir doch trotzdem. Ja, mach mal trotzdem, weil eben dann kann ich das Streeter dort machen. Weil an Agricraft wollte ich jetzt eigentlich noch nicht ran. Obwohl, ist ja eigentlich schon halber ein bisschen was gemacht worden. Storage Drawers. Was braucht man denn dafür? Oh, ach nee. Drawer Controller. Jetzt mal gucken. Mit W oder mit V? Stein, Redstone Comparator und Diamant, okay. Dann doch lieber zuerst Holz farmen. Ups. Da war ein Loch. So, weil meine aktivieren und zack. Eigentlich reicht das jetzt schon. Da ist noch ein Apfel. Okay, können wir jetzt so wieder zurück. Weil ich brauche ja eigentlich nur ein Stack. Oder war es ein Stack? Ich glaube ja. Elegant. So. Dann mache ich das nämlich so. Jetzt ist es komischerweise voll. Wie viel braucht man da? Ich baue jetzt mal 32 Stück auf. So, 32, den Rest mache ich wieder zurück. Wir brauchen nämlich nur ein paar Glasflaschen. So. Ist da noch Kohle drin? Ja, sogar mit Efficiency Upgrades. So. Bottles. Nee, streamen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Doofes OBS. Wollten Tungsten. Ach, mit 3 Glas. Da hat OBS jetzt einfach gerade mal ein bisschen mitgestreamt. So. 30. Wir brauchen
brauchen zwei Stück. So. Zuck. Und schwupp. Habe ich hier über den Stack. Wir brauchen eigentlich nur 8 Stück davon. So, Threaded Wood. Einfach Holz außen rum und die Bottle of Creosote Oil einfach in die Mitte legen. So. Ja, dann kleben wir mal Steel Production, Water Power, Blast Bricks. Okay. Die Blast Bricks. Aus 4 Nether Brick, 4 Bricks und einem Blaze Powder. Also Bricks war nochmal aus Clay. Ja. Nether Brick aus Netherrack. Das müsste ich mir dann zusammenfarmen. Und Blaze Powder bekommen wir doch aus das. Jetzt gucken wir mal, wie viel Blaze Powder wir schon haben. Wie viel kriegt man denn da? 2. Also das heißt 27 mal geteilt durch 2 wären 13,5. Wir haben 12. Ja. Ach, da oben sehe ich auch gerade in so einem Ding drinne. Das sind 8. Das heißt 20. Gut, das heißt dann, ich müsste... Ach, die ganzen Scheiß... Ich muss die ganze Scheiße mal wirklich abbauen. Zumindest einmal abbauen und dann wieder aufbauen. Das heißt, wir brauchen ein paar Netherrack. Das heißt, wir brauchen ein paar Redstone. 21 haben wir dort drinne. Und wie viel habe ich hier drinne? 35. Ich brauche 4 Netherrack pro Ding. Vier mal 14 sind 40. Ja, reicht. Jetzt noch zur Erklärung, was ich gerade gerechnet habe. Netherrack kannst du herstellen, habe ich glaube ich schon erklärt in der letzten Folge. Wenn man in den Stone Barrel Lava macht und dann einen Redstone dazu gibt. Und wie weit sind die? Bei 51%. Ja. Das dauert bei denen wahrscheinlich richtig übel lange. Weil ich keine Crystal Crow Chamber habe. So, aber ich habe gesehen, wir haben ein paar Lootboxen. Chunkloader und Spotloader, okay. Flux Infused Hammer, wow. Ore Processing Upgrade und Herzglas. Haben wir ja nicht schon genug davon, ne? Chicken Chunks, Moment mal. Chicken Chunks, sag mir was.
Das ist doch. Da kann ich. Ja, geil. Wenn ich jetzt hier Show Laser anmache, dann sehe ich, was der permanent geladen hat. Könnte ich hier auch noch einstellen, ob ein Kreis. Obwohl, ändert sich eigentlich nicht wirklich was. Außer halt die Chunk-Anzahl. 361 Chunks, yo. Aber so hat man wenigstens definitiv die Chunks geladen. Ich habe zwar noch Spotloader, aber ich glaube, der lädt nur die momentan aktiven Chunks. Ich weiß gerade nicht auswendig. Müsste ich noch mal mich schlau machen. Auf jeden Fall. Ach, einen Lootback haben wir auch noch. Papier und Eisenschwert. Aber das hat halt 1 von 1. Gut, aber ich habe gesagt, wir behalten die Dinger trotzdem auf für den Mod Avaritia später. So, ja, die Nether-Sachen und wieder das Kleezeug werde ich. Werde ich offline fertig machen. Genauso auch. Ich glaube, Nether-Quarz müssten wir eigentlich schon 16 Stück haben. Ach nee, Nether-Quarz bekommt man ja auch aus Nether. Wir haben 11. Jetzt mal gucken, Nether-Quarz. Crusher, Exnihilo. Soul Sand, okay. Müsste man theoretisch demnächst auch Soul Sand machen. Dann können wir zum Beispiel auch, bekommen wir auch Gastränen. Die brauchen wir zum Beispiel für Botania, für Enderperlen. Ja. Müsste man dann so langsam anfangen, Seelensand herzustellen. Netherquarzdust. Smelting. Sharpness. Ja, mit Magical Crops oder beziehungsweise Arcticraft. Sollte ich demnächst auch mal machen. Ich habe gedacht, wenn man den Nether Quartz Dust, aber ich habe glaube ich auch nicht, in den Ofen macht, nützt das was. Gut. Also den Netherrack für das hier werde ich farben. Goldwert müsste ich halt nur durchlassen. Nether Quartz, da bereite ich alles vor, dass ich euch mal in der Folge zeigen kann, wie man das mit dem Seelensand macht. Steel Production, Blast Brick. Ich glaube, ich werde es wieder so machen wie mit den Cookoffen, dass ich 2 Stück mache insgesamt. Muss ich halt noch ein bisschen Dust machen, aber ist ja egal. Auf jeden Fall werde ich das auch offline machen. Nur zusammencraften werde ich natürlich dann online, also in der Folge. Ja, Cookoven, Coolcook brauchen wir dann nämlich für den Blast Furnace oder wie der auch hier immer heißt. Und dann können wir auch schon anfangen, den ersten Stahl zu produzieren. Ich glaube, das war sogar mit
Gucken wir mal kurz Stil. Dark, nicht Dark Stil. Electrical Stil. Ist da kein normaler Stahl drauf? Stilinge da. Der ist von Tinker's Construct. Smelting, Weston Furnace, Induction Smelter. Alloy Smelter. Blast Furnace. Das meinte ich. Dazu braucht man nämlich entweder Charcoal oder Coal Coke. Und Eisen. Ja. Wir haben zwar nicht wirklich viel gemacht in der Folge, aber was soll's. Aber wenigstens haben wir was gemacht. Und kamen auch schon ein bisschen ein Stück wieder weiter. Dann würde ich sagen, mit dem Bild verabschiede ich mich von euch. Mich würde es freuen, wenn ihr die Folge bewerten könntet. Mich würde es auch freuen über irgendwelche Kommentare, ob positiv oder halt auch Kritik. Aber Vorsicht. Sollte die Kritik wirklich abartig sein. Leider habe ich meinen Channel so eingestellt, dass ich alle Kommentare erstmal überprüfe, bevor sie online gehen. Also es nützt euch nichts, wenn ihr reinschreibt, du Wichser oder sonst was. Lasst es am besten sein. Konstruktive Kritik lese ich mir durch, schalte ich sie sofort frei. Aber wenn in der Kritik irgendwas von wegen steht, ich habe keine Ahnung, pipapo, das ist keine konstruktive Kritik. Also ich bitte euch, konstruktiv bleiben, dann wird sie auch freigeschaltet. Und ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen. Und dann sage ich, wenn wirklich noch eine Folge Transport Fever kommt, ob sie heute am 30.10. kommt oder gestern am 30.10. Ich weiß jetzt auch noch nicht wirklich, wann genau diese Folge online geht. Aber auf jeden Fall, ich bemühe mich momentan mindestens ein Video am Tag zu machen. Auch wenn es mir wirklich scheiße geht. Gut, wenn es mir richtig, richtig scheiße geht, mache ich das auch dann nicht. Aber mal gucken, vielleicht nehme ich sie jetzt auch direkt im Anschluss noch auf. Und dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Part und tschüss.